Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit zwei neuen Sorten von den Oreo Thins. Pistazie gibt es schon etwas länger, aber hier noch nicht vorgestellt, aus den USA. Und die brandneue Sorte aus den USA, Oreo Thins Latte Macchiato. Die sind doch mal eine Sünde wert. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe hier diese beiden Sorten von Beast Mode Germany bekommen. Deswegen habe ich auch Produktplatzierung angehakt. Denn ihr könnt auch mit dem Code JunkfoodGuru 10% sparen bei Beast Mode Germany. So, und jetzt wird geguckt, lohnen sich diese Oreos eigentlich? Ich habe ja mal die Oreos in grün, in dünn auch vorgestellt. Und zwar mit Minze. Und das hat damals so ein bisschen, ging das glaube ich so in Richtung Zahnpasta. War nicht ganz so meins. Aber Pistazie kann nicht mit Zahnpasta schmecken. Also kann hoffentlich nicht wie Zahnpasta schmecken. Glaube ich zumindest nicht. Und deswegen fangen wir mal mit Pistazie an. Leuchtet schön giftig grün. Ach, was ist das schön, ihr Lieben. So, gucken wir doch mal rein, wie es denn auch schmeckt. Ich finde ja diese, finde ich ja mega geil. Die gibt es bei uns, glaube ich, nur in zwei Sorten. Ne? Ich glaube, nur in den normalen Oreo, mit der Oreo Vanillecreme und dann mit der Schoko, oder? Oder gibt es sogar nur eine Sorte? Schreibt es mal in die Kommentare. Da ich ja sehr viele Oreos aus dem Ausland teste, weiß ich gar nicht mehr, was bei uns hier gerade in Deutschland so aktuell gehypt wird. Krass. Hat eine sehr marzipanige Note, muss ich sagen. Während ich hier drauf rumkaue, gibt es jetzt mal eine Großaufnahme. So, ihr Lieben, das sind sie, die dünnen Pistazie Oreos und direkt nebenan schon aufgemacht, aber nicht probiert, die dünnen Latte Macchiato Oreos und die riechen total lecker nach Kaffee, ehrlich. Ganz spannend. Und zurück mit Pistazie, ihr Lieben. Und die haben was mit den Peanut Butter Oreos gemeinsam und vielleicht könnt ihr schon erraten, was es sein könnte. Ich lasse euch zwei Sekunden. Richtig. Auch bei den Oreo mit Pistazie bzw. mit Pistazie-Geschmack gibt es keine Pistazien auf der Zutatenliste. Genauso wenig wie die Peanut Butter Oreos Peanut Butter oder Erdnüsse haben, haben diese Oreos hier keine Pistazien. Das schmeckt trotzdem so ein bisschen nach Pistazie. Es schmeckt eher so mit einem Hauch nach Marzipan. Geschmacklich sind die wirklich lecker. Es ist nur schade, dass wirklich gar nichts von der Pistazie drin ist, außer das Bild, was hier vorne drauf ist. Geschmacklich kann ich den aber mit gutem Gewissen 8 Punkte geben. Die sind wirklich ganz lecker. Es ist ja auch eine Süßigkeit. Ne? Von daher spannend, sage ich mal. Spannend, spannend, dass man das so hinbekommt heutzutage. Ein Hoch auf die Lebensmitteltechniker da draußen. Echt interessant. So, Latte Macchiato. Und hier ist auch keine, was ist das hier? Latte? Latte Creme. Hier steht auch drauf, künstliche Geschmacksrichtung. Also hier ist auch kein echter Kaffee drin, geschweige denn eine Kaffeetasse. Hätte ich auch nicht erwartet. Es riecht aber sehr lecker, muss ich sagen. Echt interessant. Nö. Kann Spuren von Kaffee enthalten, hier nicht. Ich bin mal gespannt, wie das denn schmeckt. Interessant. Es riecht total nach Kaffee. Mhm. Milchkaffee soll das ja sein. Und den Geschmack haben die echt gut hinbekommen. Hätte ich nicht gedacht. Die Creme habt ihr ja gerade schon gesehen in der Großaufnahme. Und cool. Schmeckt geschmacklich auch echt lecker. Vielleicht für den einen oder anderen einen Ticken zu bitter, ja. Das ist schon dieser Kaffeegeschmack, dieser Latte-Geschmack hat schon so einen leicht bitteren Abgang. Deswegen würde ich den im Vergleich zu einer Pistazie 7 Punkte geben. Es lohnt sich aber, wenn man auf Kaffeegeschmack steht, mal einen Bissen in diese Oreo Thins reinzuwerfen. Auch wenn man generell auf Oreo steht. Ich meine, ich muss auch immer alle Sorten ausprobieren, egal. Vielleicht würde ich eine Sorte mit Matt, da würde ich vielleicht sagen, nein. Eine Sorte mit Matt würde ich sagen, würde ich nicht ausprobieren. Oder Oreo Sushi würde ich, glaube ich, auch nicht probieren wollen. Aber hier kann man eine Chance geben, hier mit 7 Punkten. Pistazie ist echt ganz interessant mit dem leichten Marzipan-Geschmack. Da lohnt es sich mal wirklich, wenn ihr Marzipan mögt, da mal ein bisschen reinzuwerfen. Und es lohnt sich auch immer hier den Kanal zu abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!